Die Thomas Agerholm gemeinnützige Stiftung ruft Organisationen und Vereine auf, sich für Fördergelder 2022 bis Mitte Mai zu bewerben. Der Aufruf richtet sich an die Bereiche Kunst und Kultur, Sport, Jugendliche, mildtätige und kirchliche Zwecke. Am 3. Juni treffen sich die Stiftungsorgane und beraten über die eingegangenen Anträge. Insgesamt werden 50.000 Euro für Wismarer und Glückstädter Vereine ausgeschüttet. In Glückstadt wird die Stiftung erneut einen Rettungsfonds einrichten. Hier werden direkte Projekte gefördert. 30% der Einnahmen, die Corona-bedingt ausgefallen sind, werden erstattet. In Wismar bleibt die Stiftung bei der Projektförderung. Der Antrag kann auf der eingeblendeten Internetseite heruntergeladen werden oder im Büro angefragt werden.